Bin noch auf 800. Hier ist, da ist ein Dorf mit so einem schwarzen oben dran, da sehe ich dich auch. Ich Was sehe ist zum das ersten Mal denn? mit einem Chocobo! Wie geil sieht das denn aus, ey? Warum haben wir so Stadtmauer? Warum habt ihr mich davon abgehalten, Mann? Scheiß auf die Stadtmauern. Ja, guck doch mal hier. Die sind viel Ich besser bin verteidigt. unterwegs! Alter, Weil sie verteidigt! verteidigt. Das Einzige, was wir uns verteidigen müssen, wäre von oben, wenn irgendwelche Meteoriten runterkommen. Ist echt so, dieses Meteoriten-Scheißding müssen wir Warum zum Teufel mal. machen wir denn nicht PvP? Weiß ich nicht. Ja, du wolltest doch die PvP-Arena mit Oscar bauen. Kümmere dich doch Ja, mal. langweilig. Konkurrierende Städte bauen hier. So, hier seht ihr mal ganz kurz, da ist noch so ein lustiges Dorf. Und der Noff, du, der Noffi subscribed. Na, ist nicht wahr? Der Noffi, der mir noch Hat ungefähr der 3 Millionen Noffi Bier schuldet. Noffi, vielen Dank mal für die die Subscription. Subscription gepult? Göttlich, der Noffi, vielen Dank. Wo bist du? So, und hier ist also die Stadtmauer. Hier sehen wir. Und sind da jetzt Gegnerz Hör oder? mal, ich war da noch nicht drin. Ich würde mich da jetzt mal mit euch reinbegeben. Okay, ich Warte, guck ich mal. muss mein Chocobo abstellen am Eingang. Glaub ich. Ich guck mal das Ganze mal von außen. Hier ist ein offizieller Eingang, glaube ich, oder? So ein bisschen weggesprengt. So, dann tu doch mal dein Chocobo auf Stay, weil deins läuft dir nämlich hinterher. Oh ne. Also ich müsste jetzt erst noch den Kevin finden, damit der mir hier dieses Buch nochmal gibt. Lauf hier quasi gerade drum herum, warte. Ah, halt, Kevin, ich hab dich schon. Bleib stehen. Wo seid ihr? Wir sind da, wo dieses komische Extrahaus nochmal ist. Ja, ich bin direkt neben euch. Oh, es liebt mich. Oh, ist das schön. Ha, gay. So, aber einen Egal offiziellen nicht. Eingang? Ich weiß nicht, Guck sehe mal ich hier, da hinten nicht. ist eine Falltür. Was? Ich laufe euch hinterher. Wenn ihr in Da eine hast du Falle direkt eine lauft, dann Falltür werde ich euch gesehen? direkt opfern. Ah ja, okay, cool. Müssen wir da rein? Ja, wahrscheinlich dann. Oh, stopp, da ist direkt eine Spinne. Okay. Und Wie das auch sie noch. erschießt. Er schießt einfach die Spinne, Ja, Mann. ey. Arsch. Ich sehe gerade, ich habe wieder keinen Sound in Minecraft, ist mir aber. Oh, hier ist eine Menge Spinnen. Ist mir aber auch ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Weil Sound in Minecraft ist auch eher Wer so. macht das schon da unten? Ich mach mal die Falltür zu, ne? Mal schön Ach fackeln dabei. so. Du machst erst. Ja, ich setze die Fackel natürlich direkt. Hier ist zu. Bei Hier ist dir geht's nicht nix. weiter? Okay. Ja, Mach bei mal mir diese geht's rote Fackel und. da weg. Redstone-Fackel. Ich weiß noch nicht, was ihr hier wollen, ne? Bin mir fast sicher, Oh, dass da die ist ein Skelett, das Redstone-Fackeln auf einer Richtung Spinne sitzt. Spinnen. Rote Fackel Spinnen Auf jeden spawnen. Fall cool gemacht, dass du hier von unten rein musst. Bin mir Ja, das sehr ist sicher, dass echt diese cool. roten Fackeln irgendwas spawnen. Hä, das Hinter sind nicht dir! normale Hinter dir! Redstone-Fackeln? Was ist Nein! denn? Sind Spawner. Ah, ich hab's schon gesehen. Nein, das sind Spawner, weil die spawnen an der Stelle dann auch. Okay. Hört ihr nicht irgendwie diese. Wow, Was ist denn was? jetzt los? Ja, da ist so eine Megaspinne, die irgendwelche Tränke auf dich schießt. Hä? Wolf, Eve ist dir gefolgt, glaube ich. Ja, ich sag doch, er hätt's Ich hab zurück. auf Stay gedrückt, Mann! Ach, Eve, du Lappen! Ich Och, sag ja, hier Mann! kommen irgendwelche Viecher. Alter, jetzt mal. Das hat doch jeder gesehen, dass ich auf Stay gedrückt hab! Boah, ich sehe nichts mehr, Kackvieh, ehrlich. Erstmal Eve nach draußen bringen, ne? Ja! Oder du bringst Eve halt mit hier hin. Alter, Mit zur wollt ihr mich Party? verarschen? Mach mal den Spawner rechts, links weg. Wie komme ich denn jetzt hier wieder? Kommt Eve da überhaupt raus? Ich glaube, ich mache das anders. Ich gehe erstmal nach draußen und dann wird das schon irgendwie rauskommen, oder? Jetzt folgt es mir unterirdisch. Was ist das, wie dumm? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wie kann es mir denn hier überhaupt reinfolgen? Das passt doch überhaupt hier gar nicht rein. Wow. Oh, okay, es buggt sich durch. Ups, sorry, Kevin. Ja, man muss auch mal einstecken, ne? Einen fürs Ach Team, meine so, ich. aber das bedeutet, dass es auf Stay steht. Es schon, es, ich habe es auf Follow quasi gestellt. So steht das dann. Deswegen hat es dich so Alter, geliebt. hier sind lauter Deswegen hat es mich Redstone-Fackeln. Du geliebt. kannst mir Ja, nicht ja. erklären, dass Oh, die sehr irgendwas geil. bringen. Hier sind Kisten. Hier war direkt mal 5 elektrische Essenzen drin, ne? Das ist geil. Was? Das ist sehr Krass. geil. Aber jetzt brauchen wir die ja gefühlt nicht mehr. Nee, irgendwie nicht. Ja, eigentlich nicht, ne? Da hinten noch Außer was, mal für eine Kevin? kurze Distanz oder so. Ist Wolf eigentlich komplett weg, oder? Was? Ich bin hinter euch. Wartet doch mal bitte kurz. Ihr hättet mir ja einen schönen Weg legen können. Ja, hier geht's hoch. Mein auch. Warte, lass mal kurz auf ihn warten. Ja, bin schon da. Ja, wenn nur.
Fast zumindest. Ich weiß nicht, um wie viele Ecken ihr da noch rummarschiert. Ich hab übrigens auch Aqua Affinity, merke ich gerade. Ja, das ist auch gut. Ja, das ist voll geil. Nervige Scheißskelette. Alter, wie weit geht's denn da noch? Oh, Fackeln, die soll ich... Lass mal die ganzen Spawn-Eier zurück, weil die brauchen wir ja nicht wirklich, ne? Ich lass generell den ganzen Müll, den ich hab, zurück. Oh, ich hab eine Living Metal Axe bekommen, die ist nicht so... So, dann schwimmen wir da mal hoch, wa? Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee mit diesem Unterirdisch. Und da ist auch direkt ein Skelett! Hauptsache, wir warten auf ihn und er geht als Erster hoch. Ja, vielleicht weil... Ach, du bist so ein Affe, ey. Der Kameramann sollte vorgehen. Ich wollte gerade sagen, derjenige, der das überträgt, sollte vielleicht auch zeigen, was passiert. Was zum Teufel sind denn diese goldenen Typen? Ja, die rasten übelst aus. Irgendeiner spuckt hier Feuer und verliert gefühlt keinen Schaden. Irgendwas schießt hier. Der ist übertrieben krass, der heilt sich auch. Ja, die haben ja auch Diamantrüstung. Ja, ist echt so. Code 1222. Wow, was bist du, ein Bewohner? Halt gerade eben subscribed. Vielen Dank, liebe Code, für die Subscription. Welcome to the team. Warum? Oh, ich bin besoffen. Das ist normal, ne? Hä? Das ist ja ein Nekromanzer. Das ist gar kein Bewohner. Das ist ein Hexer. Ja, sag ich jetzt, doch. Jetzt check ich es erst. Da hinten kommen noch Leute. Da hinten kommen noch mehr Leute. Oh, es ist bildverwirrend. Oh, der Nekromanzer ist auf jeden Fall schon mal tot. Okay. Ach, der hat wieder seinen Cursed Bone verloren. Ja, ich hab auf den Typen da hinten geschossen. Wenn du mir natürlich vor die Nase läufst, tut mir das leid. Alter. Was ist denn das hier für eine abgefahrene Scheiße? Oh, der Bogen zieht, aber gut. Okay, hier ist nur Gunpowder. Hier ist ein Zaubertisch, den brauchen wir nicht. Hier sind Kekse drin. Das ist auch nur Müll. Elektrische Granate. Was habe ich denn schon wieder alles aufgenommen? Ich habe auf jeden Fall eine Menge Essenzen, das ist cool. Oh, hier ist irgendwie... Redstone-Zeug. Irgendwas ist hier unten. Ich hab einen Diamant gefunden. Einfach so lag da ein Diamant auf dem Boden rum. kann man mal machen, ne? Aber er lag einfach auf dem Boden. Kommen wir hier irgendwo rein? Rum, geht's hier irgendwo noch hoch? Ne, da ist irgend so ein Redstone-Zeug drin. Da muss man aufpassen. Aber ich höre noch was hier. Na, es geht schon hoch. Binne. Oh, hier geht's hoch. Ich bin jetzt auch irgendwo oben. Oh, schöner Sonnenuntergang aus dem Fenster. Das ist doch hübsch, oder? Noch was? Aber hier oben ist ja gar nichts mehr, ansonsten ist es Warte, noch eine Aussichtsplattform. Guck mal, da hinten ist auch irgendwie so eine Art Statue. Oh, hier ist ein Zaubertisch. Jetzt, Freddy, wo bist du hin? Hier oben. Ja, hier oben ist eine geile... Hier oben. Guck mal über dich. Da. Da waren wir doch auch gerade. Ah, nee. Nope. Da gab es einen drin. Weg hoch. Ja. Ah, da gab es eine Leiter, guck mal. Ja, Zaubertisch. Wir haben keine Schere dabei. Ne? Elektrische Grenade. Brauchen wir die? Ja, ich wollte die mitnehmen, habe aber keinen Platz mehr gehabt. Also mir ist wurscht. Was ist das hier für eine Hecke? Keine Ahnung, aber hier ist ansonsten nichts mehr, ne? Wirklich. Und die Spinne, wo die hier auch immer ist, aber ich sehe sie nicht. Ach, guck mal, hier steht was. This Castle Wizardscape... Seized from Lord Canocarob by the evil necromancer Markin in 2012. Aha. Das sind mehrere Spinnen, die sind alle unter uns in diesem Boden. Das heißt, dieser Necromancer war quasi hier der Chef und der Boss damit auch. Quasi. Leute, die Spinnen sind unter uns in diesem, da wo wir durchgeschwommen sind am Anfang. Wir haben bestimmt nicht alle Spawner abgebaut, ne? Nee, definitiv nicht. Nee, das haben wir nicht getan. Aber wir können über die Mauer nach außen klettern, oder? Wir müssen da nicht nochmal durch. Ja, du kannst ja halt einfach Weg hochbauen, ne? Müsste einfach durchgehen können, ne? Oh, ich hab Cookies gefunden! Okay. Ja, die habe ich schon gefunden. Wir sollten gucken, dass wir draußen unsere Viecher nicht zu lange allein lassen. Nicht, dass da irgendwie hier... Ja, so wollen wir einfach hier durch die Wand laufen, oder? Ja, mach halt kaputt. Eisenblöcke. Teilweise. Ja gut, da können wir ja hier gleich mal dann so eine Art Lichtschicht machen. Da ist Eve. So, das hier, das ist auch interessant. Das sieht aus wie eine Statue hier irgendwie. Aber so wirklich was machen oder was... Aber großen Sinn ergibt die nicht, oder? Ich guck mal, ob man vielleicht nicht doch reingucken kann. Ich glaube nicht, ne.
Also scheint nichts im Inneren zu sein. Das ist einfach nur eine Statue. Oh, und meine Night Vision geht kaputt. Jetzt fliegt das Chocobo normal. Jetzt fliegt das normal, ich verstehe. Da oben sind Eisenblöcke. Stimmt. Ich guck mal, ob ich an die rankomme. Ja. Da hinten ist noch ein Brunnen, da ist wahrscheinlich irgendwas drin. Ja, das ist wie immer die Falle, ne? Ja, aber die kann man ja abbauen. Huch, jetzt habe ich aus Versehen Eve gehauen. Ja, hat auch 5 Leben verloren. Ja, hab schon gesehen. Aber ich kann die jetzt mit dem Güsal heilen, ne? Richtig. Grausam, dieser Typ, ey, grausam. Ja, entschuldige, war ja keine Absicht. So, Kevin, magst du schon mal die nächsten Sachen raussuchen? Okay, alles klar. Ja, wenn ihr gerade aufpasst, dass ich auf die Map gucken kann und nicht getötet werde, dann... Ich töte dich, keine Angst. Ich töte dich, keine Angst, ja. Hast du das nicht gelesen, was ich vorhin geschrieben habe? Das ist eine wunderbare Tradition, die wir beibehalten sollten. Der Neue auf dem Server wird erstmal getötet. Was ich vorher so, Kevin gibt die neuen Koordinaten durch, sehe ich das richtig? Ja, dankeschön. So, wo haben wir denn das? 1400? Du, da war ich bestimmt noch nicht. Alter, das ist minus ewig 1418, 500. Minus 1000, Alter, what? Ihr wisst schon, warum ich die Fliegendinger haben wollte, oder? Ja. Ist quasi von unserer Position aus westlich. Okay, ich weiß schon wo. Das ist ganz knapp. Ich war nochmal, da was ist, fast schon noch mal dran. Nochmal was? 1400 und guck doch in den scheiß Teamspeak-Chat. Ich kann nicht gleichzeitig. Ich habe nur einen Bildschirm, Mann. Ich bin nicht so wie du. Dann spiel Minecraft 1400, genauso wie ich im Fenster, Mann. So einfach nach links, gell? Ja, quasi. Nach links. Guck mal, man sieht es sogar ganz cool, Kevin. Also ich sehe dich schon mit dem Chocobo fliegen, so ist es nicht. Ja, jetzt bin ich auch langsamer unterwegs ohne die Rüstung gerade, ist in Ordnung. Aber mein PC sagt schon, nö, keinen Bock mehr auf diese ganze neue Welt erstellen. Aber das ist, also ist ganz... Vorsicht, jetzt müsst ihr ein bisschen höher, jetzt kommen gleich Fichten. Ja. Kommen noch lang keine Fichten. Eine Menge Fichten. Alter, sind die groß. What she said. Echt jetzt, Kevin? Sorry. Die Macht Map der ist scheinbar unendlich, ja. Ich weiß nicht, ob es ein Ende gibt. Ja, es gibt Grenzen. Gibt's Grenzen, ja? Ja, es gibt Grenzen. Also da betrifft das wahrscheinlich die Map. Ich kann das gleich nochmal zeigen. Man kann auch die Map nicht ganz... Also es gibt auch irgendwo ein Ende von der Map an sich. Ja, aber bis du da angekommen bist... Naja, siehst du jetzt, wie weit du schon zu minus 1400 fliegst. Also es reicht ja auch, so viel Map brauchst du ja auch gar nicht. Du kannst gar nichts mehr damit anfangen. Aber die brauchen halt zu viel, weil du so viele Möglichkeiten hast, sonst würde ja alles direkt aneinander gepappt stehen. Ja, klar. Soll ja was erkunden, ne? Jetzt bei den Fichten. Bist du bei minus 1200? Müsste es also bald erreichen. Ja, das ist das Gebiet, was ich noch so gesehen habe. Und danach hört's auf. Jetzt wird bei mir die Map auch neu aufgedeckt und ich glaube, ich weiß dann auch schon, was da... Ne, das meint der Kevin gar nicht. Aber hier ist auch irgendwas Großes. Mit Spawnern auf dem Dach. Ne? Und die beschießen mich ja auch, just saying. So, jetzt glaube ich nur noch ein bisschen weiter nach oben. Ich habe hier noch jede Menge Türme, die wir nicht gemacht haben, aber... Ja, mein Gott, aber wie willst du da auch zu Fuß vorbeikommen? Ja, klar. Jetzt müsste ich auch da sein. Da ist ein Rift-Portal. Lauf da mal rein. Und halt die Fresse. So, ich bin jetzt bei minus 1000, da ist noch so ein Dorf. Ist das da, wo wir hin müssen? Ist es das, was du meinst, Kevin, das Dorf? Wo sind wir denn? Oh, diese Mini-Festung wieder. Ach so, mit ja, das ist genau das, was ich meinte. Wo bist du denn, Wolf? Ich stehe direkt vorm Eingang. Also ich bin einen... gleich da. Wow, was ist das denn? Sonnenblitz. Goblin Archer? Ja, aber da... Ich sehe das bis hier, dass da die Spawner auf der Festung drauf stehen. Ja, das ist jetzt nämlich irgendwie so wie eine Art Gefängnis. Nein! Das sieht nicht gut aus. Gut, dass du es von Eve weggelockt hast, ey. Da sind drei Creeper direkt und zwar ein Orangener. Der Alter, was geht mit dem ab? Ich beobachte das mal von der Luft aus, wenn du erlaubst. Oh, Kevin, direkt hinter dir. Boah. Ja, das sind übelst viele Creeper. Gib dir das mal. Das war knapp, Kevin, ey. Ich würde ja die Erfahrung holen, aber ich hab... Was soll man merken? Kann man eigentlich von dem Chocobo aus schießen? Was hast denn du da getötet? Ein Riesenelefant. Kann man von dem Chocobo aus Pfeileschäfer schießen oder geht dann das Chocobo kaputt? Können wir das Chocobo nicht irgendwie schnell einbauen, damit dem nichts passiert?
gerade so ein bisschen Angst ist, da ein bisschen alleine zu lassen. Und Meteorit! Ist da schon jemand da? Ah, Kevin läuft schon. Nee, ich laufe da nicht hin momentan. Nur gerade gedacht, Meteorit kann man mal mitnehmen, wenn man einen sieht, ne? Ja, sollen wir die Chocobo schnell einbauen, oder wie? Ja, ich weiß nicht, wäre ehrlich gesagt, ich wollte das mal mit der Map zeigen, also guck mal, man kann die hier, also irgendwo hört's auf, wenn man dann hier weiter scrollt, aber, ne? Bei minus 42.000 ist dann halt irgendwann mal Schluss, ne? Okay, nee, es geht sogar noch weiter, bis minus 82.000, also sagen wir es so, es gibt ein Ende, aber das erkunden wir so schnell nicht. So, wollen wir die jetzt da stehen lassen oder willst du die einbauen? Ja, jetzt wird's ja Tag, jetzt ist ja scheißegal dann. Ja, okay. Jetzt können wir können sie ruhig stehen lassen. Also wie gesagt, das ist halt wie so eine Art Gefängnis, irgendwie so ein Gefängnisturm da oben. Warum schlägt denn hier da unter Blitz ein? Und was sind das für kleine Goblins? Ist ja abgefahren. Ey, hörst du mal auf, mich zu beschießen, du Sau.